Hallo da draußen, eine neue Sommerloch-Challenge 2017 möchte ich euch hier kurz aufnehmen. Ich hoffe, es wird kurz und ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen gut, da ich nämlich am Autofahren bin. Und da kam mir vor allen Dingen auch gerade die Idee und da habe ich mir gedacht, ganz spontan, machst du jetzt doch im Auto die Legria an und ich erzähle euch, um was es geht. Und ich blende euch das mal kurz ein, wo mir die Idee dann auch kam. Wobei, das solltet ihr jetzt nicht unbedingt fotografieren. Es geht um Wasser, genauer gesagt um Regen. Denn ich habe gute 10 Minuten gebraucht oder warten müssen, bis ich an mein Auto gehen konnte, weil es gerade so geschüttet hat. Und ich wollte nicht nass werden und vor allen Dingen die Legria nicht unter Wasser setzen. Also Regen. Regen in jedweder Form. Ihr sollt natürlich nicht eure Kamera unter Wasser setzen, ob ihr aus einem Fenster fotografiert oder ob ihr irgendwie im Garten, in der Natur mit Regenschirm rumlauft. Macht euch einen Plan, überlegt euch was Cooles. Man kann auch ein People-Shooting machen, also zum Beispiel auch wieder ein Kind oder so, was in einer Regenpfütze rumspringt. Auch das gilt, es muss nicht wirklich regnen, aber es sollte klar sein, es hat gerade geregnet. Und wenn ihr mit Menschen arbeitet, bitte denkt dran, dass ihr natürlich nur Bilder mir schickt, wo ihr auch die Rechte habt, sowohl von natürlich, dass es eure Bilder sind und eben auch, dass die Person damit einverstanden ist bei Kindern. Wenn das zum Beispiel von Freunden die Kinder sind, bitte auch dran denken. Ihr müsst ihnen sagen, diese Bilder kommen in YouTube und im Zweifelsfall von hinten fotografieren, falls ihr die Idee mit den Kindern machen wollt, in irgendeiner Form. Farbe, schwarz-weiß, ist vollkommen egal. Ich habe nur wieder folgenden Wunsch, wie das Bild sein soll. Natürlich voll bearbeitet, also nicht so out of the cam. Vielleicht Ausnahme wären wirklich Handybilder, wenn ihr sowas machen wollt, aber auch ist möglich, ist okay. Jedenfalls, ich möchte, dass ihr die Bilder auf 16:9 schneidet. Das ist das ideale Maß hier für das Video zum einen. Und bitte irgendwas zwischen 2000 und 3000 Pixel in der Längsseite. Alles steht auch nochmal in der Videobeschreibung. E-Mail-Adresse habe ich euch eingeblendet, die müsst ihr abschreiben. Ich möchte das nicht in den Videotext stellen, weil nicht, dass ich dann noch ewig Spam bekomme. Wie beim ersten Mal auch. Ich weiß nicht, ob das zweite oder dritte Video wird. Ich gebe euch diesmal 14 Tage Zeit. Das ist, glaube ich, etwas besser. Und ja, haut rein, viel Spaß und mal sehen, für alle dann, die mitgemacht haben, was dabei rauskommt. Vielleicht fällt mir ja auch was ein, was ich euch irgendwie zukommen lassen kann. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Sponsoren, von daher entschuldigt das, aber es kann ja werden. Und falls ihr andere Fotografen kennt, das ist übrigens eine kleine Bitte noch an euch, wenn ihr andere Fotografen kennt, dann schickt denen doch auch mal das Video. Einerseits macht das denen vielleicht Spaß und andererseits wird mein Kanal ein Stückchen bekannter. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Euer Sven. Tschüss.